Denke mal, ich war hier. Das passt am ehesten. Roost, come in. Things went to shit. We took refuge inside a castle, but I've just been separated from Baby Eagle. Saving you. Roost, you're breaking up. Do you read me? Through what? Chopper. Damn it. So much for that. Okay, als erstes. Fische. Oh, der ist ein bisschen größer. Hallo. So schön hier. Ich das nicht dahin tun und dann. Moment. Ich die doch dahin tun. Oh, dann ist das aber so riesengroß. Ich meine, ich kann auch einfach schon mal die zwei Fische verkaufen, ne? Und dann wird es halt auch gehen. Aber jetzt. Wie groß ist denn der überhaupt? Ach, der ist nur 6 groß. Ja dann. So. Ja. So drüber nachdenke, ist das eigentlich gar nicht so gut. Vermute ich mal. Das würde sich auch noch irgendwie lösen lassen, aber ich bringe jetzt einfach die Fische weg. Kommen da nochmal wieder. Immer noch nichts craften, ey. Immer fehlt mir irgendwas. Having a rough day, Stray. Welcome. I got something new for you. Ja, also, die Fische. Ruby's all rubbish. It makes no difference. A decom back anytime. Apropos, verkaufen. Es gibt später eine Quest, die ein. Wo war denn das Ding jetzt? Bin ich irgendwie blind. Die einen hier hinführt, da folgt man so einem Vogel und dann wird man hier hingeführt und kann das hier bekommen. Das ist ein Scratched Emerald und den kann man dann auch nur verkaufen. Ich glaube, den kann man nicht einsetzen, soweit ich weiß. Habe ich nicht irgendwo einen. Ich habe auch gerade keinen Schatz. Aber. For selling only, ja. Der ist nur zum Verkaufen. Und dann hat man die Quest erledigt, obwohl ich sie noch gar nicht angenommen habe. Hab ich 8 Stück. Hm. Da warte ich erstmal noch ab. Was ist hier eigentlich schon wieder new? Why not try your hand at a new gun? Body armor. Außerdem hallo Milford, ich glaube, das hatte ich gar nicht gesagt. Ja, also die möchte ich auf jeden Fall haben. Die ist durchaus wichtig. I offer repair services as well. Und dann gleich das Messer noch reparieren. Crossing your T's, dotting your I's. Hier, Body Armor. Body armor that protects the wearer completely from shots and explosions and reduces damage from close quarter attacks. Its durability can be restored by the merchant. Also das Ding geht halt auch immer mal wieder kaputt. Knife needs care, everyone. Don't get yourself killed now. Und dann muss man das halt wieder reparieren, aber es
Man nimmt echt eine Menge weniger Schaden, wenn man das Teil hat. Also es lohnt sich schon. So, ich glaube, das war jetzt auch der letzte Fisch hier. Hier lag, glaube ich, auch noch was. Ja, doch nicht. Verwechsel ich das wohl mit einem anderen Spiel, wo irgendwas beim Boden liegt. Hab ich sonst alles hier? Hier hatten wir Ashley ja verloren. Da komme ich jetzt auch so nicht weiter. Muss ich jetzt erstmal hier lang. Oh, ich weiß auch schon, was da kommt. Ah, Moment, erstmal noch den Fisch verkaufen. Welcome. Got a selection of good things on sale, stranger. Not bad. Come back anytime. So, wo gibt's die nächsten Schätze? Da ist einer. Oh, ah, ich hab aus dem Spiel getabbt. Okay, jetzt bin ich wieder im Spiel. Na gut, dann gehe ich wohl mal weiter. Bisschen Geld. Die sind schon tot. Ich wollte nur mal so tun, als hätte ich Angst vor denen. Aber hier kann man sehen, die, what the fuck? This is messed up. Ja, durchaus. Aber ich glaube, Wette bei Christian auf der Arbeit sieht es immer so aus. So, da kommen wir noch nicht hin. Da werden wir aber am Ende landen. Nach dem Raum. Oder den Räumen, durch die ich jetzt durch muss. Ich kann schon mal verraten, da ist gleich so ein Typ. Der hat eine rote Laterne, die wir brauchen, um da durchzukommen. Und der Typ hat die Fähigkeit, dafür zu sorgen, dass bei den Gegnern überall diese Riesenköpfe rauskommen. Insofern wäre eine Flash Grenade eigentlich auch nicht schlecht, aber ich habe leider keine. Und das heißt auch, unser Hauptziel sollte sein, den Typen wegzuballern. Gucken, wie gut das funktioniert. Da ist er. Ah, scheiße. Mann, ruf doch mal. Okay, jetzt muss ich mal aufpassen. Hi. Muss auch mal nachladen. Komme ich aber gerade nicht dazu. Hey du. Komm her. So, wo ist der Typ? Wollen wir das machen? Vielleicht stand ja zufällig jemand da. Auch runterspringen wollte ich aber eigentlich nicht. Na ja, gut. Alle abballern. Klappt natürlich auch. Wo ist denn der dumme Assi jetzt? Ich würde eigentlich nur hier kurz durchrennen, den wegballern und dann wieder weglaufen. Aber irgendwie versteckt er sich gerade. Wow. Du Arsch, jetzt ist mein Messer kaputt. Mein eines Messer. Steht da jemand? Stand überhaupt niemand. Sag mal. Hin? Oder habe ich den vorhin schon abgeknallt? Oh, krass. Mit dem letzten Schuss, wo ich dann meinte, ich muss jetzt erstmal weg, habe ich ihn offenbar schon getötet. Das ist eigentlich Simon. Irgendwie. Ist es so Simon los gerade. So, hier ist noch ein Schatz. Ich brauche doch meinen kleinen Schlüsselberater.
schieße ich einfach so drauf, weil es lustig ist. Ich glaube, jetzt habe ich erstmal alles. Hier. Ah, da liegt noch was. Das geht ja nicht. Vielleicht kann ich jetzt wieder Shotgun Shells machen. Das war nämlich nochmal Gunpowder. Immer noch nicht. Ey, Shotgun Shells brauchen so scheiße viel Gunpowder. Ich gehe da immer so schnell drüber, aber ich kann es mal hier zeigen. Die brauchen die blauen Ressourcen und 12 Gunpowder. Handgun zum Beispiel nur 5 und Submachine Gun Ammo nur 6, dafür über die großen Ressourcen. Aber wenn das dann schnell versucht, ach, dann mache ich eben Submachine Gun Ammo, weil ich die sowieso gerade machen kann, aber dann hat man wieder noch weniger und es braucht noch länger, bis man wieder Shotgun Ammo machen kann. Und Shotgun Ammo ist für so Crowd Control, wenn so ein Typ mal vor einem steht oder zwei, ist das schon ganz praktisch. Aber die Submachine Gun Ammo will ich eigentlich auch immer eine Menge von haben, weil das ist halt einfach unsere Lieblingswaffe, um richtig fett Schaden zu machen. Wenn man sich die... Ich glaube, man kann sich hier auch irgendwo die Werte angucken. Ja. Die Power ist halt nur bei 0,8. Das wirkt erstmal recht niedrig. Aber dadurch, dass sie so schnell schießt, macht die dann doch schon eine ganze Menge Schaden. Und vor allem kann man, wenn man die ganz hochzieht, konnte man den Schaden irgendwie nochmal ums 1,5-fache oder so steigern. Und dann ballert die echt gut rein. Ich sehe mal viele Playthroughs, wo alle Leute die TMP einfach ignorieren, als diese doofe Submachine Gun, die man sowieso nie benutzt und die kaum Schaden macht. Aber also bei Simon und mir hat sich das durchaus bewährt, dass man mit der richtig fett reinhauen kann. Macht, wie gesagt, einen Schuss von der macht nicht viel Schaden, aber dadurch, dass sie so schnell schießt, hat man dann ja doch wieder einen hohen Schadenswert. So, was kommt denn jetzt nochmal? Ach, jetzt kommt schon das. You can stop right there, Leon. Would it make me use this? Would you? Well, after 6 years, that is one hell of a greeting, Ada. You don't seem surprised. Interesting. Try using knives next time. Better for close encounters. Not a bad move. Very smooth. So who are you working for this time? Oh, Leon. You know I don't work in town. Ich hätte schon lieber die Stimme aus dem Resident Evil 2 Remake zurück. She's lost no matter what. You walk away now. And who knows? Maybe you'll live to meet me again. And then I might get you that greeting you were looking for. Nah, I don't. You think I'm gonna give up that easy? Right. How about we continue this discussion another time? Sure. And she's gone. Last person I thought I'd run to here. So. Bam. Erstmal muss ich jetzt. Hier sieht man so eine Tafel. Mich erinnert die immer irgendwie an so einen riesengroßen Mayong-Stein. Ich muss noch 3 weitere davon finden. Und manchmal habe ich mich saudämlich dabei angestellt, die mir einfach mal zu merken, wo die Dinger sind. Es hilft halt auch nicht, dass hier überall so welche rumliegen, die so aussehen, als wären sie das, aber die sind halt nicht, doch nicht das Richtige. Ich glaube, eine lag hier beim Feuer. Ja. Lithographic Stone B. Hier war noch ein Schatz. Hallo. Hier ist noch eine Schublade, da brauchen wir einen kleinen Schlüssel für. Oh, das sind Knochen. Schönes Feuer, ja.
Hier ist noch einer. Und hier ist noch einer. Gut. Schöner Teppich. Hätten auch mal so eine Art Teppich im Wohnzimmer einlegen. Generell ganz schönes Zimmer hier. Wir sind in der Bindery übrigens. So. Jetzt zu dem Rätsel. Erstmal muss man die Dinger hier alle reinsetzen. Jetzt geht es darum, halt die richtigen Symbole zuzuordnen. Aber wie man sieht, das hier, hier sieht man ja zum Beispiel so einen Ritterhelm. Es ist halt schon einiges nicht mehr richtig zu sehen. Deswegen muss man dann so ein bisschen raten. Also der Ritterhelm kann es nicht sein, glaube ich. Ich meine, das sieht aus, als wäre da eher so ein Sechseck drumherum. Also wahrscheinlich der. Was ist das? Irgendwann konnte ich das schon richtig schnell machen, aber. Ah, gut. So war ich mir nicht mehr ganz sicher. Alright. Need to find Ashley. Luminalis 3-2. Here the signal echoes through the mountains, rocks become gravel and the castle walls crumble. Behold the crimson shade of the night sky, a river of tainted blood befouls the sea. Sacrifice your life and the blood of your enemy, atone for your ancient sins. Okay. Oh mein Gott, I. Und es wuselt da sogar noch im Hals rum. Hm. Hier müsste gleich irgendwo ein kleiner Schlüssel kommen. Was war das? Sage ich jetzt, aber ich weiß ja eigentlich, was es war. Aber ich sag's einfach trotzdem mal. Kann ich jetzt endlich Shotgun-Ammo machen? Danke sehr. Und wenn ich gleich erstmal wieder die hier oh, great. Brauche. Hier ist, glaube ich, der kleine Schlüssel. Dann kann ich jetzt direkt nochmal zurücklaufen. Den brauchte man ja da drüben. Achso, Dave, was du so verpasst hast, war halt im Grunde mehr oder weniger das, was auch im Original passiert. Na, wir haben Ashley getroffen, wir sind mit ihr abgehauen, wir haben uns irgendwann mit Louis in so einem Haus verschanzt. Louis hat sich mit Ada unterhalten, mal kurz. Dann sind wir irgendwann, haben wir noch den großen Typ mit dem Hut kaputt gemacht. Es gab noch zwei Kettensägentanten, wo Leon einen vollkommen unnötigen Walljump gemacht hat und die haben mich zweimal total zersägt und beim dritten Versuch habe ich die sowas von zerschnetzelt. Ich wusste gar nicht, wie gut das funktioniert, wenn man eine Blendgranate wirft. Also, ja, diese Spinnviecher gab es ja auch im Original. Hey. Ich hatte dann... Irgendwann hatte ich eine Blendgranate geworfen auf die zwei Kettensägentanten, die durch die Wand kamen. Und habe die beide erstmal mit dem Messer abgestochen. Weil sie geblendet waren. Dann die eine, die auf dem Boden lag, mit der TMP volle Kanne zusammengeschossen. Ich glaube, die andere ist wieder aufgestanden. Die habe ich dann auch mal mit der TMP zusammengeschossen, sodass ich nochmal zu Boden treten und mit der Shotgun draufschießen konnte. Und dann war auf einmal einfach beide sofort hin. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Thank you. Was können wir hier so reinsetzen? Zwei wären gut. Ich könnte tatsächlich das machen. Ist die Frage, ob sich das lohnt. 25.500. Was ist, wenn ich das hier mache? Das sind jetzt 27.000. Ist nicht so ein großer Unterschied. Das 20.000. 19.000.
kann ich vielleicht auch, wobei das macht dann ja weniger. Das macht mehr, aber ist es mir wirklich die 2000 Werten gelben zu verschenken? Da mache ich es lieber so. Das auch noch. Ich hatte auch letztes Mal gesagt, wir müssten eigentlich einen Raketenwerfer sparen. Ja. Damit ich, wir müssen noch einen Raketenwerfer sparen, damit ich einen gewissen Gegner damit wegballern kann. Aber eigentlich macht das nur so wirklich Sinn, wenn man Speedrun versucht. Aber wenn man den nicht wegballert, man muss den nicht töten. Man kann auch einfach nur die ganze Zeit vor dem weglaufen, bis, bis der Fahrstuhl gekommen ist. Da muss man auf den Fahrstuhl warten. Also ich muss den nicht unbedingt killen. Wenn ich den kille, gibt's halt einen coolen Schatz dafür. Aber dafür müsste ich dann quasi meine ganzen Sachen leerballern und dann reicht es eventuell. Und dann habe ich wieder nichts mehr. Außerdem ist es gar nicht so leicht, den tot zu schießen. Außer man kauft sich halt einen Raketenwerfer und schießt ihn damit in einem Schuss weg. Doch, ich rede nur gerade. Allerdings ist der Schatz, den man von ihm dann kriegt, glaube ich, nie im Leben die 160.000 wert. Wir brauchen noch die Schätze. Gucken mal, wie es aussieht, wenn wir da sind. Vielleicht habe ich bis dahin ja auch so viele Patronen, dass ich einfach so wegballern kann. Ich habe irgendwie gedacht, ich schieße den mit dem Raketenwerfer weg, damit ich den Schatz kriege. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, gebe ich 160.000 aus, um einen Schatz zu kriegen, der, glaube ich, viel weniger wert ist. Dann kann ich wahrscheinlich eher versuchen, ihn so zu besiegen. Das dauert halt länger und ist schwieriger, aber dann gebe ich 160.000 aus. Aber apropos ausgeben. Genau, der wahre Schatz sind die Freunde, die Würfel, wie ich finde. Gib mir nochmal so einen First Aid Spray, die sind nie verkehrt. Dann hat er ja immer nur eins von, da kann man ruhig mal kaufen. Ansonsten, wo ich gerade ein bisschen Geld übrig habe. Molding a weapon to suit your specific needs. It's a thing of beauty, isn't it? Ich bin ein bisschen unschlüssig. Bei dem Scharfschützengewehr brauche ich nicht unbedingt Rate of Fire. Da muss ich ja eh mal ein bisschen warten, bis ich halt in Ruhe zielen und dann schießen. Dann hätte ich, glaube ich, lieber noch Reload Speed und Ammo Capacity bei der Shotgun ein bisschen höher. Weil die benutze ich ja gerade halt für so Stresssituationen und wenn sie dann leer ist und ich ewig brauche zum Nachladen, ist das auch wieder ein bisschen doof. Aber zu viel möchte ich auch nicht ausgeben. Wir sparen jetzt auch nochmal. Apropos Sniper Rifle. Alright. Oh. Ah, nee, das mache ich noch nicht. Nicht, er schon wieder. She said meeting you once was enough. Jetzt mal tot umfallen, danke sehr. Rifle Ammo kann ich auch noch nicht wieder machen. So. Hier konnte man auch gut durchlaufen. Aber ich spiele ja jetzt nicht zum Durchlaufen. Ich spiele zum Spaß haben. Ich irgendwie mehr Schaden erhofft. Nochmal. Na also. Schon besser. Also wenn wir uns beeilt haben auf unseren Speedruns für die Achievements, da ist man eigentlich hier rausgerannt, hat den Typen da oben ignoriert, hat direkt schon auf das Gewicht geschossen, das die Brücke oben hält, und ist einfach weitergelaufen und konnte hier so rechts rum ganz gut durch die Gegner durch. Ich glaube, einen musste man dann wegballern und hier war noch irgendwas. War schon alles ganz witzig. Das hier verwirrt mich jedes Mal. Wie war denn das nochmal? Ich glaube, wenn ich so mache, ist das im Endeffekt
falsch. Ich glaube, ich muss das andersrum lassen. Das schaltet immer um zwischen Sonne und Mond. Ja, genau. Und das N öffnet dann halt eine der Türen. Aber ich meine, dass da oben noch eine Tür ist und das ist eine Sonnentür und da kann man dann auch darunter. Hier ist jetzt gleich noch so ein Spinnenvieh an der Wand. Ja. Ja. Noch so einer. Der müsste jetzt auch das Spinnvieh kriegen, ja. Rifle Ammo. Danke sehr. Ja, hier ist die Sonnentür, die offen ist. Ein schöner Trick, wenn man richtig krass abkürzen will und noch eine Granate hat. Man kann hier eine Granate durchwerfen und da drüben ist noch ein Gewicht. Mit dem Gewicht kann man dann hier quasi direkt, also hängen manchmal so Gewichte und wenn man die abschießt, dann geht die Tür auf. Das Gewicht hängt eigentlich so, dass man das nicht sehen kann, damit man später, wenn man irgendwann nochmal den anderen Weg hier rückwärts nimmt, hier dann aufmachen kann. Wenn man das aber weiß und eine Granate hat und die hier an die richtige Stelle wirft, dann macht die halt so einen Flächenschaden, dass sie das Gewicht auch trifft und dann kann man hier einfach direkt weiter, anstatt dass man hier unten lang muss, was viel länger dauert. Also direkt nochmal eine Möglichkeit, voll cool abzukürzen. Es gab wohl am Anfang auch eine Möglichkeit, wo man aus dem richtigen Winkel hier da durchschießen konnte, da hat man es auch gerade kurz gesehen. Das haben sie aber, glaube ich, rausgepatcht. Aber wir gehen natürlich den vernünftigen Weg. Hier unten gibt es nämlich auch noch einen Schatz. Und wir wollen ja vernünftig gegen die Gegner kämpfen. Moment, was war in der anderen Richtung nochmal? Diese Passage finde ich immer ein bisschen verwirrend, also nicht wundern, wenn ich etwas planlos hin und her renne. Ah, okay, hier ging es weiter. Aha, daneben. Ist leer. Ist das Vieh jetzt endlich mal hin? Ist ja immer noch nicht hin. Mann, das muss ja echt angenehm sein. Oh oh. Meine Fresse, ey. So viel Arbeit hat er mir ja noch nie gemacht. War hier hinten jetzt? Aua. Ich habe doch geblockt. Mann, das läuft aber nicht gut. Naja, macht nichts. Manchmal müssen Fehler passieren, sonst ist Hardcore ja viel zu langweilig. Hier hätte ich auch das da runterschießen können. Aber dafür müsste man halt erstmal an den Gegnern vorbei. So, ich mache jetzt mal wieder Submachine Gun Ammo. Wow. Habt ihr das gehört? Voll gedonnert gerade. Dann mache ich nochmal Submachine Gun Ammo. Hier war ein Schalter. Ja. Ich meine, wenn ich nah genug dran bin, dann versuchen die auch, hauen die mir die Sensor auch in die Schulter oder hacken mir damit den Kopf ab, je nachdem, wie viel HP ich habe. Aber ich weiß auch nicht, warum er jetzt unbedingt die Notwendigkeit sah, mir die einfach entgegenzuwerfen. Ah, ein Simon, hallo. Lass mich raten, du bist etwas zu spät, weil du musstest noch draußen stehen und das Gewitter von dir wegpusten, damit es zu mir rüberkommt. Was? Alles geht offline? Oh oh.